Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin der Ben und heute geht es mal um ein sehr praktisches Ausrüstungsstück, das sicherlich viele von euch noch gar nicht kennen. Und zwar dieses hier. Es handelt sich um eine ganz großartige, universell einsetzbare Baumarkt-Universal-Abdeckplane. Kostet 7 Euro. Gibt es in jedem Baumarkt, nicht in jedem Baumarkt in grün, aber oft auch in grün, wenn nicht in blau. Und ja, zeichnet sich dadurch aus, dass sie alle Meter Ösen hat und gibt es in der Regel in der Größe 2x3 Meter. Manchmal, wenn man Glück hat, auch 3x3 Meter. Es gibt auch 3x4 Meter. Das ist dann schon wieder fast ein bisschen groß für den Outdoor-Einsatz. Gut, was macht man jetzt mit so einem Ding? Zunächst mal kann man sich daraus prima eine Badewanne bauen, indem man ein Loch gräbt, die Plane reinlegt, Wasser reinkippt und schon hat man eine Waldbadewanne. Ist ein Mordsgaudi, wenn man mit irgendwelchen Gruppen unterwegs ist und ähnlichem. Man kann natürlich auch heißes Wasser reinkippen, wenn man ein großes Feuer betreibt. Das ist also dann das Luxus-Modell schlechthin. Ja. Plane ist wie gesagt 2x3 Meter, also bietet ausreichend Platz, um unter anderem natürlich auch drunter zu schlafen. Was man auch super damit machen kann, ist, man legt sie hin, schmeißt Laub drauf, zerrt Laub dahin, wo man schlafen möchte und kann sich dann aus dem Laub oder irgendwelchen Ästen, Farn, Moos und ähnlichem ein wunderbares Bett bauen. Dann reicht auch so eine dünne Isomatte, wie sie hier hinter mir hängt. Die hängt da im Übrigen, damit man sieht, dass ich jetzt schon ein Seil aufgehängt habe. Ja, also eignet sich für alles Mögliche. Und kostet halt eben 7 Euro. Natürlich kann man auch für ein universell tolles Outdoor-Hightech-Tarp in super tollem Ripstop-Nylon, Silikon, Polyethylen, Mischgewebe oder sonst was viel Geld ausgeben. Man kann aber auch die verdammte Plane aus dem Baumarkt nehmen. Und mir ist einfach nicht ersichtlich, wozu es dann noch gut sein soll, sich da irgendwie ein 80-Euro-Tarp zu kaufen, wenn dieses Ding genauso wasserdicht ist und fast dasselbe wiegt. Und gerade so im Bushcraft-Survival-Bereich, wo man ja ohnehin versucht, möglichst wenig Zeug mit sich herumzuschleppen, dann, ob das wenige Zeug, was man dann schleppt, mal 100 Gramm mehr pro Stück wiegt, finde ich, kann man verschmerzen. Hier haben wir übrigens das Modell Thom Baumarkt. Weiß nicht, inwiefern man das auch in anderen Baumärkten bekommt. Ich war auch beim Hage Baumarkt. Beim Hage Baumarkt haben sie zumindest nicht in grün und zumindest nicht in Bayern. So, das Modell in grün hat die wunderbare Eigenschaft, außerdem noch eine, naja, silbern ist ein bisschen übertrieben, aber sagen wir so eine grau schimmernde Oberflächenseite zu haben. Das ist ganz praktisch, wenn man das Ding dann tatsächlich als Signalplan in Anführungszeichen verwenden will, weil sowas gibt es ja jetzt so im Wald, diese Farbe natürlich nicht. Und auch dieses relativ saftige Grün ist ja jetzt keine typische Waldfarbe. Andererseits, wenn man versucht, nachts ein mit dieser Plane gebautes Lager wiederzufinden und eben nicht irgendwie eine Markierung, also sprich irgendwas Leuchtendes, so diese lustigen Knicklichter oder ähnliches, an seiner Plane befestigt hat, dann ist es verdammt schwierig, die nur im Licht von einer auch guten Taschenlampe wiederzufinden, wenn man sich noch nicht irgendwelche Wegmarkierungen angelegt hat, um zu markieren, wo eigentlich sein Lager genau steht. Das nur am Rande. Ja, was habe ich jetzt vor? Ich baue hier draußen einfach mal ein einfaches Shelter und ihr dürft euch drüber lustig machen, wie lange das dauert. Ich leg mal los. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Also die Schnur habe ich ja eben schon aufgehängt. Jetzt habe ich einfach nur die Plane einfach mal drüber geschmissen. Und jetzt ist mir eingefallen, ich habe ja gar keine Heringe dabei. Das heißt, ich muss mir erst mal 4 Stück schnitzen und dann geht's weiter. Flupp. Wenn ich schon am Hering geschnitzen bin, dann kann ich auch gleich mal zeigen, wie ich das am besten mache. Also meiner Meinung nach ist, wenn man schon einen Holzhering selber schnitzen muss, das Beste, wenn man versucht, den Stock so abzubrechen, dass er eben diese lange Bruchkante hier quasi annimmt, spitzt das unten ein bisschen an, reicht schon, und macht auf der anderen Seite hier noch eine schöne Kerbe. Und ja, das funktioniert normalerweise dann wirklich ganz gut. Wie bereits erwähnt, ist diese großartige Plane 3 Meter lang. Demzufolge baue ich sie mir eigentlich meistens so auf, dass ich eben wirklich ein Seil zwischen zwei Bäumen spanne, die relativ nah beieinander stehe, den ersten Drittel
vorne über das Seil hängen lasse, also 1 Meter, und 2 Meter nach hinten quasi dann als langes Dach. Und beim Aufbauen ist, nachdem man sich über sein Seil gehängt hat, das zwischen den zwei Bäumen hängt, ist natürlich am sinnvollsten, erstmal die hinteren Enden festzumachen und dafür jeweils ein Hering. Ein Stein als Hammer ist natürlich auch immer eine gute Idee, habe ich aber jetzt nicht. Und sobald der erste Hering steckt, arbeite ich beim Rest des ganzen Bauens dann auch grundsätzlich immer auf Spannung. Spart später viel Arbeit. So, und das waren auch schon die ersten 2. So, also da hinten hängt's, beziehungsweise steckt's. Und jetzt muss man nur noch diese Enden nehmen, die im Prinzip schön lang ziehen. Jetzt habe ich schon eine Schnur dran. Und besagte Schnur macht man dann schön nach hier unten, macht sich an der Schnur eine x-beliebige Schlaufe, steckt in die x-beliebige Schlaufe einen x-beliebigen vorher selbst geschnitzten Hering, zieht da schön fest und steckt besagten x-beliebigen selbst geschnitzten Hering in den Boden. Was man jetzt mehr oder weniger nicht mehr gesehen hat, weil ich aus dem Bild bin. Aber ihr könnt es euch denken, denke ich. So, und auf der Seite machen wir jetzt nochmal dasselbe. Diesmal habe ich eine kürzere Schnur genommen, damit ich nicht aus dem Bild renne. Ich bin ja lernfähig. So, wie gesagt, Hering durch die Schlaufe. Schnur da vorne an die Öse. Und Hering schön alles unter Spannung und den Hering einfach in den Boden. Je nach Hering geht das auch mit selbstgeschnitzten Hering im meisten Waldboden relativ gut, und damit kann man das dann noch ein bisschen fester ziehen. Aber im Prinzip steht es jetzt schon mal. Wenn man jetzt dringend einen Unterschlupf bräuchte, hätte man auf diesem Wege schon mal einen. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Wir gehen mal drumherum, beziehungsweise wir schauen auch mal unten rein. Also eigentlich wirklich reichlich Platz, reicht auch für 2 Personen. Wir stellen fest, da ist es festgemacht, da ist es festgemacht, da hinten ist es auch festgemacht. Und das ist hier nochmal die zusätzliche Schnur an der Öse. Ist jetzt nicht wahnsinnig professionell, insbesondere hier, weil sich das da eigentlich idealfall nicht überlappen sollte, hätte ich einfach unten drunter machen müssen. Aber auf die Schnelle. Und ohne groß nachzudenken. Das sorgt einfach nochmal für zusätzliche Spannung. Und das ganze Ding ist insgesamt also durchaus solide. Aua. So. Und damit ist die Behausung auch schon fertig zum Einziehen. Was ich auch besonders praktisch finde an dieser Giebelkonstruktion ist halt, dass man sich auch sehr bequem einfach reinsetzen kann und nicht die ganze Zeit immer nur liegen muss. Wenn es lange, lange regnet und man lange, lange unter dem Ding hockt, ist das also durchaus ein Komfortplus, das ich sehr zu schätzen weiß. Des Weiteren ist diese Plane außerdem noch mal eine Ecke größer als die meisten Otto-Normalverbraucher-Tabs, weil man da wahnsinnig Gewicht sparen will und die auch nicht für 2 Personen konzipiert sind, also insbesondere jetzt diese besonderen Bushcraft-Tabs. Hat den großen Vorteil, man kann hier drin also auch in Ruhe seinen Rucksack packen, hat auch wirklich Platz, sich auszubreiten, wenn man mit viel Gepäck unterwegs ist, weil man wirklich eine größere Tour macht oder ähnliches. Ja, also da gibt es reichlich Möglichkeiten und auch die Option eben zu zweit. Was man jetzt noch machen könnte, um das Ganze noch stabiler zu bekommen, wäre, dass man an allen anderen Ösen auch noch zusätzlich Schnüre mit Heringen anbringt, und dann wird das Ganze also wirklich derartig sturmstabil, dass man sich da überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, zumal im Wald eh nicht die riesigen Windgeschwindigkeiten aufkommen. Bei all diesen Outdoor-Hütten ist es immer so eine Sache, dass es ja theoretisch von der Seite reinregnen könnte, wenn der Wind dann schräg kommt und damit auch der Regen natürlich entsprechend schräg kommt. Aber auch das ist im Wald, wie gerade gesagt, bei den niedrigen Windgeschwindigkeiten in der Regel kein Thema. Also ich habe es noch nie erlebt. Ich habe schon einige Nächte im Wald verbracht und das war bisher eigentlich noch nie ein Thema. Ja, also das ist so meine Lieblingskonstruktion, eben wegen dem Sitzen können. Rechtlich gesehen ist es definitiv kein Zelt, weil es an 3 Seiten offen ist.
Und ja, es schützt eigentlich super vorm Regen. Vom Wind nicht so, also durchziehen tut's. Aber das ist halt nun mal dann dieses Manko, das man in Kauf nehmen muss, wenn man rechtlich gesehen nicht zelten möchte, ergo nur so im Wald schläft und sich auf der rechtlich sicheren Seite befindet, was das Übernachten im Wald angeht. Ja, und wenn man nicht dauernd eine Kamera verrücken muss, dauert der Aufbau und man nicht vorher noch Heringe schnitzen muss ich noch dazu sagen, aber dann dauert der Aufbau so maximal 10 Minuten, also das ist wirklich schnell passiert. Die meisten Leute haben auch ihre Schnüre vorher schon an dem Ding dran, dann geht es nochmal schneller und ja, man muss halt seine Materialien griffbereit haben, also die Schnüre am besten in der Hosentasche, wenn man dann wirklich schnell ein Lager aufbauen möchte, im Fall, dass es regnet. Das Schöne an diesen Bushcraft-Unterschlüpfen ist ja natürlich, dass man die wirklich sehr schnell auch einfach mal unterwegs aufbauen kann. Also jetzt extra sein Zelt rauskramen und wirklich das Zelt aufstellen, wenn es anfängt zu regnen, wäre mir zu blöd. Aber so eine kurze Konstruktion hier schnell in den Wald stellen und warten, bis der Regen vorbei ist, besonders an Tagen, wo es sich nur um Schauer handelt, ist durchaus eine Option. Ja, und damit fällt mir auch nichts mehr ein und dann bin ich fertig für heute und bedanke mich fürs Zuschauen. Und versuche weiterhin schön regelmäßig irgendwelche Videos zu produzieren und hoffe nach wie vor, dass die sich jemand anguckt oder mir gar ein Däumchen nach oben gibt. Ja, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.